Okay, jetzt sind wir wieder. Hier ist wieder Arkner 97 zusammen mit Weehawk LP, der jetzt auch endlich wieder was sehen kann. Und da ist Peppy. Oh mein Gott, es ist Peppy. Wir mögen Peppy. Wir finden Peppy sehr, sehr cool. Befreit uns endlich von diesem psychopathischen Hasen. Warum denn? Der ist doch cool. Er will immer, dass ich eine Barrel Roll mache. Wow, Tag, sehr, Nacht, sehr recht hat. Nur Barrel Roll. Nur Barrel Roll. Tag und Nacht, er sagt nichts anderes mehr. Früher, da war mehr zwischen uns als nur die Barrel Roll. Und jetzt? Ah ja, genau. Ah, das da. Komm, was Feuer kurzen. Ah, ja. Und? Wir sind ja momentan auf der Suche nach 4 Goldbarren. Warum gräbt ein Dino seine Goldbarren, was schon mal der größte Sinn dahinter ist, Dino mit Goldbarren, sie im Sand ein? Ja, das ist wie die Piraten, die ihre Schätze im Sand vergraben, um dann nach 25 Jahren wieder an diesen Ort zurückzukehren, um sie wieder auszubuddeln. Irgendwie, wahrscheinlich. Das sind alles Piraten. Auch Dino-Piraten, oder wie? Rennen die da mit Tätowierung, Augenklappe und Kopftuch rum? So ungefähr, denke ich. So stelle ich mir das vor, zumindest. Das... Na dann. Dann wollen wir ja deine Vorstellung nicht zerstören. Au! Dann singen die so tolle Lieder wie You are a pirate. Stirb! Komm! Quabums! Stirb! Ja, komm, Dino. Hol aus, hol aus! Stirb! Keine Gnade! Hau ihm in die Weichteile! So. Ich bin dabei! Und ich mache irgendwie die falsche Combo. Hier ist wieder was zum Ausgraben. Hier ist eine ehemalige Kotzstelle. Feuerkotzstelle. Aber richtig. Im Moment können wir kein Feuerkotzen auf Wasser macht nicht wirklich viel Sinn. Richtig, aber warum denn nicht? Macht doch Spaß. Ja, gut, wenn man mal Zeit hat und ja. So als Zwischenmission. Wir brauchen noch einen. Oh? Einer fehlt noch. Ich glaube, der war irgendwo da drüben. Wollen wir dorthin schwimmen? Machen wir. Wir sind eh schon drüber, wäre zu spät umzudrehen. Au. Au. Ouch. Mensch, was wird denn das hier? Jetzt werde ich es. Tricky stammt gleich den Weg. Ja, der warum steht immer kann ich hier nicht durchlaufen? Fox ist einfach zu fett. Also die Kollisionsabfrage in GameCube-Spielen FTW. Mehr kann man dazu echt nicht mehr sagen. Aber ich kann es durchwerfen. Ist ja. Klar. Das geht natürlich. Natürlich. So. Fox ist einfach zu fett. Wait up, Fox! Twiggy kommt nicht richtig hinterher. Ja, aber das ist uns mal herzlich egal. Ja, der kann uns mal. Richtig. Genau. Oh jetzt Gott, auch die Frage, Döner. Wo ist der scheiß letzte Goldbarren? War der irgendwo da hinten? Oder habe ich hier schon einen geholt? Ich weiß nicht. Einen hatten wir schon geholt, bevor wir mit dem geredet haben. Das ist alles sehr verwirrend. Ja, es ist wirklich... Ich blicke hier auch nicht so wirklich durch. Wir brauchen ja nur Grabstellen. Wo könnte eine Grabstelle sein? Indem wir einen Pilz abwerfen. Juhu, es hat funktioniert. Momentan ist es auch nicht so einfach für mich, was zu sehen, weil ich etwa 5 Bilder pro Sekunde habe. Oh, es spinnt wohl wieder. Ja. Ja, da schauen wir dann am besten gleich mal nach dem Part nach, würde ich sagen. Ja, direkt danach. Es war aber auch schon besser gewesen, also vielleicht gibt sich das gleich wieder. Mein Stab hat gerade einen Dildo-Effekt. Ja, das findet Tricky doch gut. Ich kann da was sehen. Sehr schön. Das ist praktisch mit diesem leuchtenden Stab. Da kann man auch im Dunkeln mal... Das, ja. Aus dem Satz kannst du dich nicht mehr rausreden. Verdammt. Zensiere. Nö, diesmal nicht mehr. Da gibt's noch nichts zu zensieren. Richtig, ich möchte nicht mehr zensieren müssen. So. Wenn da nicht der letzte Goldbarren drin ist, dann schlage ich Tricky. Herzlichen Glückwunsch, Tricky. Du bekommst einen Schlag auf den Kopf. Was zur Hölle ist das? Ein Buffermod. Ein Wiederbelebungsviech. Ach ja, genau. Ich habe das erst nicht erkannt. Das sah aus wie eine Forelle oder so. Ja, es könnte auch gut sein. Da ist wieder etwas. Da. Was bist du? Oh mein Gott. Es weint. Es hat einen Stapel. Es ist Mr. Mör. Nein. Jawohl. Damit ist er jetzt auch in diesem Part erwähnt worden. Er wurde eh schon lange nicht mehr erwähnt. Von daher. Ich glaube, der wird inzwischen immer noch erwähnt. Ah. Sag jetzt nicht, da drunter ist das Ding.
Dann kriegt Tricky Widerschläge. Los, Tricky. Tricky! Da ist er drin. Trotzdem. Ich pack's nicht. Ich habe gesagt, wenn er drin ist, kriegt er Schläge. Ach so, wenn er, ja, okay. Beim letzten Mal, wenn es nicht drin ist, diesmal, wenn er, wenn es drin ist. Die arme Sau wird auch immer geschlagen. Tja, sein Untergang. Ich glaube, ich sollte da nicht reinschwimmen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Aber lass mich mal vorschwimmen. Vielleicht kann er das mal testen, was da ist. Juhu, es tut weh. Ja, das brennt. Es brennt im bestimmten... ja, nee, ich spreche mal nicht zu Ende. Besser nicht. Das ich glaube, das kann sich jeder denken. Was sie hier sagen wollten. Ah, bei mir vibriert wieder alles. Ich vibriere. Jetzt wird es aber langsam wirklich. Okay, Moment. Bevor wir jetzt hier weitermachen. Ja, ich hab doch gerade gesehen, dass der Dino abgespackt ist. Was? Der Dino ist abgespackt? Ja, der ist gerade abgespackt. Der hat seinen Kopf hoch und runter gehauen. Der wollte die Brücke auspeitschen. Ich hab's genau gesehen. Oh mein Gott. Komm, gib's mir, Dino. A bad guy. Sagt Tricky jedenfalls. Bad. Ein bad guy. Bad guy. Goldbahn geben. Wir wollen jedem den Goldbahn. Extremsprung. Geben wir ihm mal seine Goldbahn. Tu es nicht, du kannst damit so ein schönes Leben führen. Eigentlich ja, aber leider. Sag jetzt ehrlich, ich muss denn jeden einzeln geben. Oh nee, wenn er... Nee, es sind alle vier da. Oh, was wird das? Er hat uns seine Leiter geöffnet. Juhu! Stell dir mal vor, wir bezahlen einen fetten, hässlichen, langhalsigen Giraffendino mit 4 Goldbahnen, die wir ihn extra mit viel Mut und Nö. Ich glaube, ich rede gleich gar nicht mehr. Ich kann's heute nicht. Mit viel Arbeit geklaut haben und bekommen dafür, dass er uns eine Leiter runterkickt. Ja, und davon haben wir auch nur noch mehr Stress. Ich sag ja, Fox hätte einfach den Goldbarren nehmen sollen, oder die Goldbarren. Und ja, was weiß ich, sich einen neuen Heckspoiler für seinen Arwing oder sonst was kaufen können. Ein Heckspoiler, ein bisschen Nitro, ein Spritzung und das Leben ist schön. Ja. Hätte er sich eine PlayStation 3 in seinen Arwing einbauen können und... Boah. Da ist sein Dino-Feld. Und da ist sein Dino. Ein Dino-Felder auf Dinos. Oh mein Gott. Was machst du? Ich mache Suicide Fox. Das Wasser war ein bisschen niedrig dafür, um so etwas zu tun. Wo muss ich überhaupt nochmal hin? Ich hab... Scheißen weg. Das wollte ich doch. Das wollen wir. Da? Ich hätte einfach nach rechts gehen sollen. Ich bin ein hochintelligentes... Nee, ich spreche nicht weiter. Ich diss mich nur selbst heute. Ich merke schon, das wird nichts mehr. Nein, irgendwie nicht. Ich sehe schon, du wirst heute doch noch irgendwann zensieren müssen, so wie das weiter, wenn das so weitergeht. Wow. Ja, aber dann wahrscheinlich eher wird's so gehen, beep, 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 du, beep, weil ich mich irgendwie aufregen muss. Wahrscheinlich. Aber ich denke dann einfach an die Wandel für Gil Beams, in der er stirb steht. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Diese Stirbwand kann uns helfen. So. Ich meine, jetzt sind Borderlands wir nicht gab's wenigstens nur eine Piss-Off-Wand. Das stimmt. Die kenne ich auch. Scheiße, wie war das nochmal? Ich würde sagen, das machen wir erst im nächsten Part. Ich überlege kurz, was das für ein Rätsel war. Jo, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Let's Play Star Fox Adventures zusammen mit Weehawk LP. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, ciao.